Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel, wieder auswärts, diesmal beim FC Barcelona. Und wir wissen ja alle, was das für ein Team ist, wurden allerdings gerade besiegt von Real Madrid, die uns ja auch ganz, ganz knapp besiegen konnten. Und ja, das gibt doch Hoffnung. Genauso wie hoffentlich dieses Aufwärmen hier Hoffnung gibt. Schnurgerade. Die Wiederholung brauchen wir dann wirklich nicht. Ja, der hat sich zufrieden geworfen. Naja, hier sind wir auf jeden Fall. Das hier ist die Startelf. Und wenn sich eine Mannschaft es leisten kann, Fabregas auf der Bank sitzen zu haben, dann weiß man, was das für eine Mannschaft ist. Schönes Stadion übrigens. Wir spielen wieder mit der Standardelf. Die hat sich ja ein bisschen besser geschlagen. Würde ich sagen. Hummels steht nicht mehr im Team, leider. Ihr wisst ja alle, wieso. Und ich lehne mich so weit aus dem Fenster zu sagen, dass ohne diese Hummels-Sache das wohl anders gewesen wäre. Ich gerade durchstecken müssen. Ein Spiel, in dem man auch davon ausgehen kann, dass sich keine der beiden Mannschaften hier verstecken wird. Oh Gott. Und ich muss ganz ehrlich sein, falls es sich hier abzeichnet, dass Barcelona Druck macht, oder sehr, sehr starken Druck macht, werde ich auf jeden Fall die Taktik ändern. Auf etwas möglicherweise weniger Riskantes und dann vielleicht auf Konter setzen. Damit habe ich gegen meine echten Freunde bei der Demo von FIFA 13 sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, ich habe echte Freunde, obwohl ich zocke. Soll es geben. So, bleibt da hin. Genau wie das Spiel gerade kurz. Attackieren hier gut, kommen allerdings nicht so zum letzten durch. Ach, schade, hatte da eigentlich der Kerl da an der Seite den Gegner gut auf sich gezogen. Holy shit, was eine Annahme. Gelingt ihm nicht. So, Klose schafft es ja allerdings, sich gut zu drehen. Hat er gerade durchstecken. Da ging es schon nicht mehr. Oh. Klose wieder laufstark wie irgendwie. So, wir mussten erklären. Und es gibt einen Wurf für uns. Auf jeden Fall als Erfolg zu verbuchen. Schuss schießen gelingt da leider nicht. Und es scheint hier wieder Tastaturprobleme zu geben, obwohl ich wurde eigentlich einiges umgestellt wurde. Und hier müssen wir jetzt doch mal kurz auf Pause gehen. Nimm mal die unteren. Jetzt stellen wir auf die um, auf die ich damals gespielt habe. Ihr seht da auch, was für abenteuerliche Versionen wir hier schon gekommen sind. So.
Und damit geht es dann auch weiter. In der Rückwärtsbewegung. Alter, wie schnell! Aber Neuer ist da. Und ich hatte es angekündigt. Ich spiele jetzt auf Defensiv. Real führt hier gegen den selbst erstellten Konoha NC, was sehr, sehr ungewöhnlich ist. Unglaublich starker Verein, den wir da eigentlich erstellt haben. Ja! Nein! Mist! Wird da abgefälscht. Und uns leider nicht den Erfolg. Zu schön gewesen, aber den Kopfball nach der Ecke! Thomas Müller! In der 32. Minute! Mit dem erlösenden 1:0 und wir bleiben auf Defensiv, Leute. Das könnt ihr uns aber glauben. Und wie ihr vielleicht gerade unten habt leuchten sehen, wollen wir jetzt auf Konter setzen. Denn Barcelona wird stürmen. Das könnt ihr glauben. So, Götze jetzt. Götze spielt ihn nach vorne auf Groß. Ah. Wieder eine sehr, sehr schnelle Verteidigung, mit der wir es hier zu tun haben. Es hier sogar schafft, den Ball vor der Ecke, vor dem Aus zu klären. Und er kommt zu Klose! Zu Klose! Ah! Bitter, bitter, bitter. Hätte er da geschafft, den reinzumachen, das wäre entscheidend gewesen für die Sicherheit, die wir hier besitzen. Ah, ganz bisschen zu spät. Hätte ich da entschieden, den Pass zu spielen. Ja, diesmal gut verschoben. Machen wir sonst oft nicht so gut. So, jetzt nach einer langen Ballbesitzphase mal kurz vom Ball getrennt. Natürlich immer noch ihren Ball. Keine Frage. Welcher Pass genau? Aber jetzt sind wir wieder im Ballbesitz. Ah, falscher Moment. Unglaublich, was sich hier schon wieder abspielt. Ein sehr, sehr fester Pass. Und die Pause. Puh. Kurz durchatmen. An sich kann man so weiterspielen. Wir wollen auf Konter hoffen. Natürlich dürfen solche Sachen nicht mehr passieren. Aber deswegen haben wir ja auch auf Defensiv umgeschaltet. Hier sehen wir die aktuellen Zwischenstände. Und damit geht's weiter. Hoch. Kroatien gegen Argentinien. 1:0. Also für Kroatien. Holy moly. Und Messi muss gehen. Hat hier wohl nicht das getan, was man von ihm erwartet. Und dass er geschont wird, kann ich mir kaum glauben. Kann ich mir kaum vorstellen. Da es sich hier ja um die Mannschaft handelt, die im Rückstand ist, liebe Freunde. Ja, ihr habt richtig gehört, falls ihr gerade eben erst einschaltet, was unlogisch wäre. Barca liegt im Rückstand. Schon abgeluchst. Schön auf die Außen gespielt. Au, aber Pedro hier mit einer riskanten Sache. Und, au, da war er noch nicht bereit. Das war richtig, da zu schießen. Ganz richtig, da zu schießen. Vom Ballbesitz her werden wir zerrissen. Aber der Ballbesitz ist nicht, was zählt, liebe Freunde, sondern die 1 und die 0, die da oben stehen. Auf das wir beten, dass es so bleibt. Und Fabregas kommt für Iniesta. Der alte Cesc. Cesc. Fabregas. So, ich denke mal, es wäre unklug, sich hier jetzt zurückzulehnen. Deswegen. Ah! Kommt da leider nicht ganz ran.
Deswegen arbeiten wir hier weiter noch so hart daran, den Gegner unter Druck zu setzen. Und da fällt er hin. Gott sei Dank nicht verletzt. Auch nicht in der akuten Gefahr, verletzt zu sein. Oh, da ist sogar der Schiedsrichter gegen uns. War hier ein wichtiger Pass, den er da gestoppt hat. Schön behakt. Jetzt müsste vielleicht mal ein hoher Ball kommen. Hoher Ball nach vorne wäre dann möglich gewesen. Aber die machen wir ja sowieso ein bisschen zu selten. Das ist nicht so unsere Spielweise. Heldenhaft dazwischen geworfen. Und jetzt erstmal geklärt. Interessante Situation, möchte ich sagen. Ja. Wartet hier interessant lange. Ich nenne es einfach mal interessant. Oh, oh! Wieso fällt er da hin? Ganz gedrückt. Egal. Also man klebt hier weiterhin am Spieler. Trotzdem, trotz der couragierten Leistung, möchte ich sagen. Gut, passt nicht so ganz. Ist es, denke ich, Zeit zu wechseln. Schweini ist völlig fertig. Hövedes muss kommen, obwohl wir hier einige Spieler haben, die deutlich müder sind. Allerdings ist es wichtig, dass wir eine wache Innenverteidigung haben, wenn man so will. Dennis Aogo kommt außerdem. Aufs rechte Mittelfeld gesetzt. Da würde ich allerdings noch mal gerne die Formation, heißt, jetzt ist mir das Wort eingefallen, sorry Leute, ändern auf eine noch defensivere, weil ich weiß nicht, mir ist das nicht so lieb. Nicht offensiver, wir haben jetzt also gut, mir wird hier gerade gesagt, das sei offensiver. Das ist relativ defensiv. Also 5 Verteidiger werden mir ganz lieb. Und das stellen wir dann auch so ein. Und weiter geht's. Oh. Hier mit vereinten Kräften vom Ball getrennt. Er geht hier weg vom Spieler. Wichtige Bewegung, wenn man den Ball kriegt. Viele alte FIFA 5 Spieler und FIFA 2005 Spieler und so neigen dazu, noch zum Gegner zu gehen. Oh, ja, da kam der zweite Mann leider. Götze normalerweise klug genug, hier richtig zu agieren, allerdings sehr, sehr müde. Perfekte Grätsche, schön gemacht, leider nicht in Ballbesitz gebracht. Da steht ein Spieler an der Seite, habe ich gerade gesehen. Mal kurz checken, ob der Kerl verletzt ist. Tatsächlich. Müller ist verletzt. Oh, wir haben keine Auswechslung mehr. Tja. Ah! Sind ja deutsche Jungs, ne? Keine Pussys. Das wird schon. Gibt's Bude? Warte. Mertesacker, man merkt, die wollen jetzt noch Druck machen. Deswegen ist es extrem wichtig, dass sie gar nicht aus dem Ballbesitz kommen. Deswegen, auch wenn es doof aussieht, durchaus richtig, was der Gute da macht. Nur in sehr, sehr erfolgsversprechenden Situationen noch riskieren, dass der den Ball verlieren.
Wie zum Beispiel in so einer. Ah, da kann man auch mal schießen. So, noch 5 Minuten. Ich nehme gerade das Telefon. Also ist nur kurz. Der kriegt da gelb. Was? Jetzt sehen wir nochmal die Wiederholung. Ah, kaum getroffen. Interessante Entscheidung, würde ich sagen. Während hier jetzt unsere ganze Wechsel vonstatten gehen. Oh, Thomas Müller, leider verletzt. Deswegen etwas langsam in der Bewegung. Jetzt sehen wir allerdings unseren angerührten Beton. Wieder nach vorne gedroschen. Intelligent? Nein, effektiv. Das gibt's nicht! In der 90. David Villa, nachdem wir alles so schön defensiv eingestellt hatten. Es war eigentlich unmöglich, dass hier noch was passiert. Probiert's einfach mal von hinten. Immerhin geht er aufs Tor, ne? Mann, 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 Mann. Bitter, bitter, bitter. Ja, sieht man den offensichtlich enttäuschten Manuel Neuer. Unglaublich, 1:1. Ah, ganz bitter, hier sind die anderen Ergebnisse. Die Musik klingt gerade für mich sehr verhöhnend. Ich weiß nicht, ob sie sie hört. Mich frustriert sie. Wir können aufleveln. Toll. Und hier seht ihr die Tabelle. 13. Platz, wieder einen Punkt geholt, aber 3 wären auch mal ganz schön. Muss ich sagen, 3 wären wirklich mal nett. Dann würden wir auch wieder näher an die Spitzengruppe kommen. Das hätten wir eigentlich gerade gewinnen müssen. Jetzt mit Italien, glaube ich, einen relativ gleich starken Gegner als nächstes. Und wir sehen uns im nächsten Spiel. Bis dahin. Tschüss.